Moin Moin. Guten Tag. Ja, wir haben uns gedacht, anstatt mal über nur die Lore-Videos und so weiter zu erzählen, machen wir jetzt mal ein Video für zwischendurch, wo wir über unseren jeweiligen Lieblingsboss in Dark Souls sprechen. Genau. Ne, alle drei Teile zusammengenommen, Teil 1, Teil 2, Teil 3, aber nur einen Boss. Nur einen Boss, obwohl vielleicht cheaten wir auch und sagen 4 Bosse und 20 Bosse und dann Top 50 oder sowas. Das könnte auch sein, nein. Einfach genau. Alle Bosse in so einer Rangliste und dann können wir mit Votes und dann könnt ihr auch mit voten. Nee, machen wir aber nicht. Nein, machen wir nicht. Nee. Aber es gibt ja verschiedene Kategorien, die bei einem Boss wichtig sind. Was mir zum Beispiel wichtig ist in Dark Souls, ist einmal, dass er eine klasse Geschichte hat, eine interessante Hintergrundgeschichte, dass er gut, animiert ist, dass er ein tolles Design hat, dass er einen super Kampf abliefert und dass man sich wirklich richtig anstrengen muss. Also nicht wie bei Feuerrad, Pinwheel, wenn man das als Boss zählen kann. Nein, gemein. Nein, wirklich, dass es einfach ein klasse Kampf ist, wo man, ich weiß auch nicht, wie man sich fühlt wie in einem Film. Ja, ja. Was einfach ein richtig geiles Setting ist. Ja, die Umgebung stimmt, der Boss stimmt, das Moveset stimmt. Man ist einfach mittendrin gefangen, es ist voller Action. Und ich weiß nicht, soll ich anfangen? Ja, fang doch gerne mal an. Deswegen habe ich mir Gale ausgesucht, den Sklavenritter. Das hat verschiedene Gründe. Einmal ist er, wie der Name schon sagt, ein Sklavenritter, der sich von der Gefangenschaft rausgekämpft hat und genau wie der Untote letztendlich auch eine lange, lange Reise angetreten ist, um nämlich genau die dunkle Seele zurückzubeschaffen, die einzelnen Teile für seine Malerin. Und er war ein ganz normaler Kämpfer und ist dann über die Jahre immer stärker und stärker geworden, hat sich hochgekämpft und ist dann am Ende auch recht korrumpiert, könnte man schon sagen, von der dunklen Seele. Man sieht ja das Loch in seinem Bauch und so, da vorher, wo vorher das Finstersymbol war und so weiter, das hat sich total ausgedehnt. Und man kommt dann in diese komplett zerstörte, von Asche bedeckte Welt. Es scheint so, als würde alles sein Ende finden oder vielleicht auch aus der Asche neu erstehen, wie so ein Phönix, die Welt, ich weiß es nicht. Ja, ist ja ein guter Gedanke, kann ja so sein. Oder sie geht halt total zugrunde. Und er steht da, ja, bei den Zwergenfürsten, die komplett die ganzen Jahrhunderte von Dark Souls 1 an und noch vorher in Abgeschiedenheit gelebt haben. Keiner wusste von denen. Und auf einmal sind sie da und tragen die restlichen Seele der wahren dunklen Seele in sich, so heißt es. Und er schlachtet sie ab, nimmt die Seele in sich auf, hat alle Fragmente zusammengesammelt, die er finden konnte. Und dann tauchen wir auf, sein ehemaliger Verbündeter. Und anscheinend haben wir auch wir einen Teil der dunklen Seele in uns, weil er streckt die Hand aus und sagt, gib's mir. Also nicht, ne? Sondern also gib mir deinen Teil der dunklen Seele. Er will sie haben, er fordert uns heraus und er steigert sich. Er hat 3 Phasen und jede davon ist ganz schön heftig, also muss ich wirklich sagen. Und je länger der Kampf voranschreitet, desto mehr geht er aus sich raus. Ja, in der zweiten Phase kommt dann seine Armbrust, wo er dann einen richtigen Pfeilhagel auf uns niederprasseln lässt. Er nutzt seine Wunder und geht richtig ab. Und in der dritten Phase wird er dann ziemlich übermannt. Ja, da kommen dann diese schreienden Totenköpfe aus ihm raus, die Opfer, die er erledigt hat, die jetzt in ihm sind mit der dunklen Seele. Das Leiden kommt raus und es wird dunkel, die Blitze kommen vom Himmel geschossen. Ey, ich war so geflasht beim ersten Mal, dass ich fast verloren habe, weil ich einfach die Szenerie so genossen habe. Ja, da kommen dann diese Totenköpfe raus, die kommen dann auf den Boden, das sind dann diese dunklen Flecke, ne, dunkle Seele, und dann kommen da die Blitze vom Himmel geschossen, diese hellen, und schlagen da alles ein. Boah, das ist richtig klasse. Ja. Und wie gesagt, die Lore ist super interessant, das Design ist klasse. Der Kampf ist phänomenal, ja, für mich der beste Kampf der ganzen Dark Souls-Reihe. Und ein schöner Abschlusskampf. Es ist zwar in der Erweiterung, ein DLC, ne, umringte Stadt, aber für mich ist das der letzte Kampf in Dark Souls. Nicht gegen die Seele der Fürsten da, sondern wirklich gegen Gale. Das ist für mich der letzte Boss. Und er hat Artorias abgelöst, das war vorher mein Lieblingsboss, ne, aus ähnlichen Gründen. Ja. Ja. Klar, auch ein super interessanter Charakter und man weiß eigentlich gar nicht so viel über ihn. Man hat trotzdem das Gefühl, das ist ein super edler Ritter, wenn man auf ihn trifft. Schon vorher, weil man immer das liest, ne? Abgrundschreiter und so hat die Dunkelheit zurückbekämpft. Und Dark Souls 1 war die Dunkelheit ja das reine Böse. Und das war auch schon heftig, gegen den zu kämpfen. Vor allem dann, wenn man ihn besiegt, dieser letzte Schrei dann, ne? Und
den er dann von sich gibt. Wir haben ihn besiegt und erlöst letztendlich auch dadurch, dass er ja korrumpiert wurde vom Abgrund. Aber das war auch relativ heftig. Aber Gale hat das alles nochmal ein bisschen getoppt. Ja, ich meine, wie du am Anfang auch angesprochen hast, ist es ja dann in dem Sinne auch fast so ein, zwei Leute, die so auf der gleichen Ebene stehen. Nicht einfach so ein Gott gegen dich als Spieler, sondern genau. Halt jemand, der sich auch von Grund auf hochgearbeitet hat und eben die Kraft gesammelt hat, so wie du im Prinzip auch. Genau. Und deswegen ist es halt wirklich eher so ein Kampf halt von zwei gleichgestellten Rittern, die eben beide sagen, okay, ja, einer von uns ist der Beste jetzt. Ich meine, man muss sich das auch mal überlegen, der Sklavenritter und der Unentfachte. Der Sklavenritter, der für Kämpfe benutzt wurde, in die keiner rein wollte, als Kanonenfutter letztendlich, weil er untot ist und letztendlich auch nicht sterben kann. Und eben der Unentfachte, der unwürdig war, die erste Flamme zu entzünden. Beides nichtige Existenzen, die keinen mehr interessieren normalerweise. Und die stehen am Ende der Welt, ja, sind die letzten beiden, die da kämpfen und es bis dahin geschafft haben, ja, und unglaublich mächtig geworden sind. Und das ist schon richtig klasse gemacht. Ja, ich meine, also was du jetzt angesprochen hast, war auch eben der Gameplay-Aspekt, dass dir der Kampf auch selber sehr gut gefallen hat. Nicht nur halt die Lore dahinter, sondern auch eben das Gesamtpaket, was jetzt auch bei einem Boss jetzt nicht unbedingt so häufig vorkommt, dass eben das Gameplay stimmt, also die Bossphasen sind cool, ne, dass das Visuelle stimmt, dass die Sachen cool aussehen. Ja. Und eben, dass es gleichzeitig auch noch den emotionalen Hintergrund hat, dass du wirklich dann den Gegner auch irgendwie auf einer Ebene verstehst und denkst, okay, das ist ein cooler Typ, gegen den will ich kämpfen und da steckt was dahinter. Das ist nicht einfach nur ein Boss, der 2000 mehr Gesundheitspunkte hat und dann denkst du dir, okay, hau ich halt 10-mal mehr drauf. Genau, so ist es. Ja? Ja, und das ist halt etwas, diese Balance dazwischen und wenn man das alles zusammenkriegt, dann hat man schon einen richtig geilen Boss und dann bleibt einem das auch richtig in Erinnerung. Ja, ich muss sagen, also ich finde, da hat From Software nochmal richtig alles rausgeholt, was sie hatten bei Gale. Und deswegen, auch wenn es mir schwerfällt, das freie erklären, aber ich denke, ich habe es ganz gut rüberbringen können, deswegen ist das mein Lieblingsboss aus Dark Souls, dem Universum. Ja, ich meine, du hast mich jetzt auch schon ein bisschen überredet. Also da habe ich jetzt auch wieder richtig Bock, da nochmal gegen den zu kämpfen. Ja, kannst du ja machen für die Aufnahmen. Ja, gut, wenn ich so weit komme. Meine Savegames sind ja immer wieder gelöscht. Aber gut, mein eigener Lieblingsboss wäre Sif gewesen. Einfach nur, weil er damals halt... am Anfang, als ich noch Dark Souls zum ersten Mal gespielt habe, war das so der Boss, der mir so am meisten in Erinnerung blieb. Und dann später wurde dann darauf aufgebaut, indem ich dann eben auch eben diese emotionalen Hintergründe eben auch entdeckt habe. Und eben durch das Spiel und dann nachher durch ein DLC mit Artorias und sowas, dass ich dann immer mehr und mehr über auch diesen Wolf erfahren habe. Und dann dachte ich mir, ey, das ist ja richtig cool. Ja. Und das ist so im Prinzip der Boss, bei dem ich mir persönlich, aus persönlichem Interesse dann wirklich entdeckt habe, dass bei Dark Souls halt wirklich was auch dahinter steckt und dass man da noch wirklich viele Sachen noch entdecken kann. Und ja, deswegen hatte ich bei Sif eben so dieses Gefühl, okay, das ist jetzt nicht einfach nur so ein Gimmick, okay, lass mal einfach einen Wolf mit einem Schwert im Maul haben, sondern man denkt sich, okay, das Schwert, ja, das hat eine Bedeutung, ja, das ist nicht einfach nur irgendein Schwert da auf dem Friedhof gewesen, sondern das ist halt wirklich das Schwert von Artorias, ja, und du denkst dir dann wirklich, du guckst dir dann später an, okay, sie haben es jetzt nicht direkt erklärt, sie haben nicht irgendwie eine Cutscene gehabt, bei dem sie sagen, okay, hier, ich bin Sif, wie jetzt in Sekiro, also ich bin Sif, der Wolf von Artorias. Ja, genau. Ich bekämpfe dich jetzt. Ja, sondern sie haben es halt so aufgebaut, okay, der Kampf ist von sich aus cool. Ja, das Moveset fand ich geil, also es war ziemlich wuchtig. Ja, man denkt wirklich, das ist ein riesiger, kräftiger Wolf, der so richtig Gewicht dahinter hat. Anstatt dass es einfach nur so... Kling. Ja. Also es gibt schon Gegner, bei denen man riesige Viecher hat und die sind halt einfach nur langsam und irgendwie, ein riesiges Skelett und dann haust einmal drauf und dann machst du die Armbänder kaputt. Ne? Ja, und das war auch klasse, ne? Wo er dann am Ende, wo er dann angeschlagen war, dann angefangen hat zu humpeln und so, man hatte richtig Mitleid, ehrlich gesagt. Genau, ein bisschen emotionalen Kontakt hat man aufgebaut, allgemein auch als Hund, als Wolf, ne? Mit Tieren und alten Menschen ist es ja immer so, irgendwie auch in Filmen, ne? Denken ja, Leute so immer mehr, wenn die sterben, dann finde ich es nicht so lustig. Aber wenn irgendwelche Leute sterben, ist mir egal. Ja, deswegen,
Bei Sif war das schon ein bisschen cooler, hat mich dann auch ein bisschen daran erinnert, wie in, wie hieß das Spiel noch, wo man die ganzen großen Riesen tötet, diese neuen Riesen da. Achso, Shadow of the Colossus. Ja, Shadow of the Colossus, genau, ja. Dass man eben da, hat man eben auch diese ganzen Gegner getötet, und man hat sich so manchmal gedacht, okay, was war jetzt der Grund dafür? Muss ich den jetzt wirklich töten? War der jetzt ja, wirklich böse, ne? Ja, ja. Und Sif ist ja auch, wenn ich mich recht erinnere, war der auch eigentlich ein optionaler Boss, ne? Nee, den musst du machen für den Ring des Abgrundschreiters, sonst kannst du nicht gegen die vier Könige kämpfen, ne? Fürstenseele. Okay, ja, okay. Dann ist er auf jeden Fall, muss man ihn töten. Aber trotzdem, ich habe mir damals auf jeden Fall gedacht, so, okay, warum bin ich jetzt hier? Und hab diesen armen Wolf getötet, der einfach nur das Grab bewacht hat. Ist schon wirklich heftig, ne? Du kommst da rein, hier, gib mir deinen Ring. Nö, ich möchte nicht, ne? Ist der Ring meines Meisters. Okay, beide sprechen nicht, beide wissen es nicht, aber für den war halt der Untote ein Eindringling und den es zu bekämpfen galt, ne? Obwohl, auch wenn man tatsächlich den DLC vorher gespielt hat und Sif darin gerettet hat, das fand ich nämlich auch sehr interessant, wo du es vorhin angesprochen hast, diese emotionale Bindung, ne? Dann erkennt Sif einen wieder, fordert aber einen trotzdem heraus. Okay. Das habe ich noch nie gemacht, tatsächlich. Doch, ist tatsächlich so. Cool. Ich weiß nicht, woran es liegt. Vielleicht, klar, wir sind der Retter von Sif, aber das Vermächtnis von Artorias wiegt dann nochmal höher. Weil er weiß genau, was wir wollen, den Ring. Und er kann ihn uns einfach nicht geben. Also es ist immer noch eine Sache der Ehre. Er kann einfach nicht irgendwas, was seinem Meister gehört, weitergeben, ohne dass er eben dafür gekämpft hat. Ja, gut. Ich meine, in dem Sinne, dann ist es vielleicht auch ein bisschen schöner dann. Also ich weiß es. Ich weiß nicht, in welche Richtung ich das dann lieber hätte. Ich glaube, ich mag es eher so, wenn man es so bereuen kann, weil man keine direkte Bindung mit ihm hat. Also man kennt ihn noch nicht wirklich. Hm. Sondern man bekämpft ihn einfach nur. Aber wenn er ihn erkennt. Ja, das tut er. Das ist schon dann. Da bist du auch ein bisschen trauriger. Hm. Ja, das ist schon heftig. Ne? Er springt einen dann an, beschnüffelt einen, heult dann auf und nimmt dann langsam und so ein bisschen traurig sein Schwert hoch und fordert uns dann heraus. Ne? Oh Gott. Weil ich sag ja, das Vermächtnis wiegt dann irgendwie doch noch höher als wir. Ah, das ist ja noch trauriger. Ja, siehst du, genau das meine ich. Weißt du, das ist wieder so ein Charakter in dem Spiel, bei dem man immer wieder neue Sachen rausfinden kann, auch während man das Spiel halt gespielt hat. Und dann später kommt ein DLC raus und denkst, oh krass. Ja, das ist ja das Schöne an Dark Souls generell. Ja. Du findest selbst nach Jahren noch neue Sachen raus, neue Verbindungen oder irgendwie was miteinander zu tun hat. Ne? Das ist schon irre. Ja, ich meine, ansonsten von der Gameplay-Weise her, normalerweise achte ich jetzt nicht so sehr darauf, wie das, wie gut die Phasen von einem Gegner sind oder so. Solange ich jetzt nicht unbedingt sehr frustriert bin bei einem Gegner, weil die halt immer nur das Gleiche machen, aber man wird halt immer getroffen, obwohl man eigentlich weit genug weg ist oder so ein Scheiß. Ne? Ja, klar. Gibt's ja auch manchmal. Aber auf jeden Fall, solange es halt nicht nervig ist, finde ich es immer okay. Ne? Es gibt dann auch natürlich manchmal coole Effekte irgendwo in einem Boss, was du jetzt mit Gale angesprochen hast. Da habe ich auch wieder echt Bock, anzugucken. Da hat halt wirklich alles gestimmt, ne? Für mich, also persönlich. Aber so die grandiosen Sachen mit irgendwelchen Drachen oder so, ne, sind auch immer cool. Ja klar, namenloser König geht auch immer, ne? Und damals hat mir halt, weißt du, so ein riesiger Wolf mit einem riesigen Schwert im Maul, das hat mir dann auch direkt schon auf den ersten Blick, ne, blieb mir das schon in Erinnerung. Und dachte ich mir, okay, das ist ein cooler Boss. Normalerweise habe ich in Fantasy-Spielen, weißt du, kämpfst du gegen einen Troll oder einen Ork oder sowas, aber einen riesigen Wolf mit einem Schwert im Maul, ist schon doch ein anderer Kampfstil. Also ich muss ganz ehrlich sagen, es war genau wie bei Artorias, ich wollte den letzten Schlag eigentlich gar nicht machen. Mhm. Na ganz ehrlich, ich habe laut Entschuldigung gesagt. Wirklich, es ist ein fiktionales Wesen, trotzdem, da kann mir keiner mitkommen, man hat trotzdem irgendwie Emotionen, ja. Ja. Weil es eben so teilweise realistisch rüberkommt. Und sonst fehlt einem auch irgendwas. Wenn man einfach nur sagt, es ist ja eh nur ein Spiel, ne, ist alles nicht echt. Ja, dann fehlt dir was, ganz ehrlich. Wenn man sich nicht auf die Welt einlässt, dann bringt es auch nichts, Spiel zu spielen. Wenn du da keine Emotionen reinbringen kannst, dann bringt es nichts. Genau. Es ist einfach so. Ich meine, es gibt auch Actionspiele, bei denen es halt nur um die Action geht. Ne? Ja. Aber es gibt halt andere Leute, die dann eben so wie wir eher dann eine Story haben wollen. Und da muss man sich auch irgendwie darauf einlassen, auf die Welt. Man muss auch sagen, okay, so ist die Welt, das passiert jetzt. Und das sind die Charaktere. Und die muss man dann auch irgendwie so wahrnehmen, als wären sie echt. Ne? Also, ja, natürlich. Ich meine, ganz ehrlich, davon lebt das ja auch. Wenn du einen Film guckst, ja, und da baut sich so die emotionale Bindung oder ein Charakter einfach auf
und der stirbt dann, natürlich bist du dann traurig, ja. Ist nur ein Filmtod, okay, klar. Aber du hast ihn trotzdem lieb gewonnen und so, und du willst einfach nicht, dass er weg ist. Genau, aber es geht halt dann so, ne? In dem, dem Sinne auch sehr darum, wie wird der Charakter vorgestellt. Klar. Ne? Weil häufig ist dann so, dass ein Charakter irgendwie nur so eine bestimmte, einen Zweck hat. Ne? Also er ist, ja, man sagt irgendwie, auch, man hat hier nur so einen Charakter und der stirbt jetzt, damit der andere Charakter einen emotionalen Grund hat, um Rache zu nehmen oder sowas. Ne? Gibt ja genug Charaktere, bei denen das so ist, dass sie eben wirklich gar keine Tiefe haben. Ne? Und deswegen bindet man mit denen dann auch keine emotionale Verbindung, sondern man denkt einfach nur, okay, das ist jetzt einfach nur derjenige, der stirbt, damit der Charakter, der mich wirklich interessiert, irgendwas macht. Ne? So, na und? Sam Raimis Spider-Man. Ich bin trotzdem immer todtraurig über Ben Parkers Tod. So, ja, egal. Auch wenn es nur für die Entwicklung von Spider-Man ist. Wir driften sehr weit ab gerade. Was denn bitte? Von Dark Souls auf Spider-Man ist auch noch okay. Ich denke, wir haben jetzt über alles gesprochen soweit. Ja, also ich zumindest. Genau. Und es wäre ja auch ganz interessant, was sind denn eure Lieblingsbosse in Dark Souls? Von mir ist auch in Bloodborne, in Sekiro. Und warum? Ja, man kann ja auch mehrere haben, einfach nur jetzt von purem Gameplay-Standpunkt oder von dem visuellen, weißt du, ja, oder den coolen, diesen Butterfly-Drachen, den, wie heißt er, der Scaleless Bastard. Ja, ich weiß schon, der Mondlicht-Schmetterling in Dark Souls 1. Nein, oder weil er einfach nur cool ist oder weil er Feuerrad, also Pinwheel ist. Vielleicht ist das ja auch euer Lieblingsboss, weil er mit zwei Schlägen kaputt gemacht ist. Das ist ein einfacher Boss. Ja gut, ist auch ein Kriterium für Dark Souls. Ne? Das ist der einzige einfache Boss. Ja, gut. Tatsächlich. Also, Wir hatten auch nochmal privat angesprochen, die Abgrundritter da. Die Untotenlegion von Feral. Die Untotenlegion, genau. Sorry. Genau. Die gegeneinander so ein bisschen kämpfen und dann und gegen dich. Also es ist einfach nur so ein Alle gegen Alle, was irgendwie auch so ein cooles Gefühl war, weil man nicht denkt, okay, da sind jetzt vier Gegner und die sind alle gegen mich. Irgendwie wie der Gargoyles auf dem Dach oder so. Wo man denkt, okay, jetzt muss ich gegen zwei gleichzeitig kämpfen. Sondern es war eher so, okay, ich schaue auf alle, aber ich muss nicht unbedingt jetzt alle gleichzeitig bekämpfen. Ja, klar. Die halten sich auch gegenseitig noch ein bisschen. Ja, die haben schon klasse Ideen gehabt. Und deswegen, wie gesagt, was ist euer Lieblingsboss und vielleicht auch warum? Genau, sagt euch Bescheid. Das wär's soweit und wir freuen uns aufs nächste Mal. Bis dann. Und ciao.